Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Ich will einen anderen Zungenschlag in der Argumentation hineinbringen, wie er gerade von den beiden Beteiligten im Vorfeld vorgetragen worden ist. Zunächst einmal, Herr Herrmann, Ihr Anliegen ist durchaus gerechtfertigt, was Sie hier vortragen. Nur der Lösungsvorschlag, den Sie uns aufzeigen, ich glaube, der ist nicht praxistauglich bzw. mit den vereinbarten Regelungen nicht zu vereinbaren. Ich will mal eingehen auf den jetzigen Verfahrensstand. Also dort, wo die Räte sich entschieden haben, Ratssitzungen zu veröffentlichen über Bild- und Tonaufzeichnungen mittels Internet, über Livestreaming, wie es so schön heißt, ist die Einwilligung eines jeden einzelnen Betroffenen notwendig, und zwar für jeden einzelnen Redebeitrag. Diese Aufzeichnungen werden dann für ein Jahr gespeichert. Mitarbeiter der Verwaltung, die möglicherweise ins Bild hineinkommen, können dann auch der Aufzeichnung widersprechen. Und die Aufzeichnungen, die vorgenommen werden, werden ausschließlich für Redebeiträge, von Redebeiträgen vorgenommen, die vom Rednerpult gehalten werden. Und wenn man sich mal die Praxis in den kommunalen Räten ansieht, dann ist es so, dass Redebeiträge üblicherweise nicht vom Rednerpult gehalten werden, sofern es überhaupt vorhanden ist, sondern in der Regel vom Platz gehalten werden. Und da bin ich in einem Dilemma, dass ich einerseits zwar jemanden habe, der gerne seinen Beitrag auch veröffentlicht haben sehen möchte, der dazu auch eine entsprechende Einwilligung gibt, aber ich habe Sitznachbarn vor ihm, neben ihm, hinter ihm, die in dem Bild mit aufgezeichnet werden, und die können dieser Veröffentlichung widersprechen. Insofern gibt es da durchaus einen Handlungsbedarf. Ein Handlungsbedarf einerseits, die Persönlichkeitsrechte von Kommunalpolitikern zu wahren und auf der anderen Seite eben hier ein Instrument aufzuzeigen, wie denn Bürgerschaft über das Ratsleben ein Stück weit besser informiert werden kann. Diesem Anspruch werden Sie aber mit Ihrem Gesetzesentwurf nicht gerecht, weil Sie die Frage der Wahrung der Persönlichkeitsrechte völlig ausgeklammert haben. Wir haben dazu diverse Gespräche geführt, Herr Herrmann, mit den Datenschutzbeauftragten, mit dem Ministerium, um zu gucken, inwieweit es praktikable Lösungen gibt, die es ermöglichen, bei Einwilligung der Betroffenen auch Aufzeichnungen vorzunehmen für Reden, die vom Platz gehalten werden, wohl wissend, dass dann auch automatisch die Sitznachbarn mit per Bild aufgezeichnet werden. Wir haben da bisher noch keinen praktikablen Weg gefunden. Und insofern, bei aller Sympathien für Ihr Anliegen, was wir durchaus für gerechtfertigt halten, halten wir den Weg, den Sie uns hier aufzeigen, für keinen guten und werden uns deswegen auch gegen die Gesetzesvorlage aussprechen. Das heißt aber nicht, dass das Anliegen nicht gerechtfertigt ist, sondern wir werden schauen, wie wir das in den weiteren Monaten, möglicherweise auch in der nächsten Legislaturperiode, erneut aufgreifen können. Bis dahin.